Sie sieht aus wie eine ganz normale Tankstelle. Genau das ist auch das Besondere. Die E-Ladestation in der Wassergasse 17 in Coburg ist nämlich großräumig überdacht und bietet zudem Getränke und Snacks an. Auch eine Toilette, die übrigens nach jeder Benutzung mit UVC-Licht desinfiziert wird, und WLAN sind vorhanden. Wir haben uns überlegt, dass wir eine Ladestation machen, die eben auch Voraussetzungen schafft, dass man sich hier wirklich auch aufhalten kann, dass man ein Getränk nehmen kann, dass man die Toilette benutzen kann, dass wir also fast wie eine Tankstelle hier was geschaffen haben und natürlich auch den Komfort für den E-Mobilisten dann natürlich beim Laden auch erhöht haben. Die Leistung des Schnellladers beträgt maximal 300 kW oder zweimal maximal 150 kW. Es passen CCS-Stecker und die Akkumulatoren im Auto müssen schnellladefähig sein. Mit den 5 langen Ladekabeln sind die Steckdosen auch gut zu erreichen. Oberbürgermeister Dominik Sauerteig ist privat und dienstlich mit E-Autos unterwegs und schon deshalb von der E-Mobilität überzeugt. Coburg hat ja eine große Tradition, wenn es um E-Mobilität geht. Andreas Flocken hat im Jahr 1887 oder 1888, glaube ich, das erste E-Mobil in der Stadt Coburg auch gebaut. Also wir waren damals schon fortschrittlich und wir zeigen jetzt, glaube ich, auch mit dieser Station der SÜK, dass wir in die Zukunft denken und auch Fortschritt bei der E-Mobilität hier sehen. Seit 4 Wochen ist die E-Ladestation in der Wassergasse bereits in Betrieb. Zeit für ein kleines Fazit. Man merkt, dass es zunimmt, dass die Zahl der Ladungen auch zunimmt und dass die Leute es auch kennen. Also heute war ein Kollege, ich glaube, der kam aus Aschaffenburg und der fuhr hier, ohne dass er wusste eigentlich, was ihn hier erwartet, und er konnte das auf seiner App ablesen, konnte mit seiner App auch gleichzeitig den Ladevorgang anstoßen. Die Zahlung an der SÜK-E-Tankstelle wird ausschließlich bargeldlos mit EC oder Kreditkarte abgewickelt. Auch die speziellen Bezahlkarten für das Stromtanken können zum Einsatz kommen.